Danke, vieles mehr. Das war perfekt zum Thema. Das Thema Geld und Schuld wird noch öfters bei uns im Programm vorkommen. War ungeplant, passiert einfach so. Ich darf jetzt den Sven vorstellen, der über Hochfinanz sprechen wird. Das Thema Geld wird fortgesetzt. Hallo, servus. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich nach einigen Monaten der Abwesenheit wieder hier bin. Und ich werde über ein Thema sprechen, über das ich schon öfter gesprochen habe. Es ist natürlich immer ein zentrales Thema, nämlich das Thema Hochfinanz. Und ganz konkret heute über die Zahl 691. Es gibt drei Arten von Menschen in unserem Land. Die eine Art, die nur das glaubt, was die Zeit im Bild zeigt und mehr weiß noch und mehr gar nicht wissen will. Diese Menschen glauben, dass alles so weiterlaufen wird wie bisher, dass alles schon dahingehend nicht sein kann, weil es in den vergangenen Jahrhunderten nicht ein Jahrzehnt wie das andere gegeben hat. Diese Menschen haben die Vergangenheit vergessen, nehmen nur ihre derzeitige Gegenwart wahr und projizieren exakt diese Gegenwart auf die gesamte Zukunft. Sie halten alles, was nur im Entferntesten darauf abzielt, in Zukunft könnte irgendetwas anders sein als heute oder irgendetwas, das die aktuelle Gegenwart in ihrer Richtigkeit und Stabilität irgendeiner Art und Weise in Frage stellt, als absurd. Es macht keinen Sinn, mit diesen Menschen über andere Dinge zu sprechen als über Fußball, Slalom, Dschungelcamp oder eben die Nachrichten aus der Zeit im Bild. Andere wiederum ahnen, dass irgendetwas schiefläuft, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie haben vielleicht schon einmal daran gedacht, dass es vielleicht doch nicht so gut war, den Irak mit der Behauptung, er hätte Massenvernichtungswaffen anzugreifen, obwohl dieser gar keine hatte. Sie fragen sich, wie es sein kann, dass die Verantwortlichen damals, wie zum Beispiel der US-Außenminister Powell oder der damalige dänische Ministerpräsident und spätere NATO-Generalsekretär Rasmussen, diese Geschichte so selbstsicher behaupten konnten und warum niemand von diesen Menschen nun, da ca. 1 Million Iraker ermordet wurden und das Land in Trümmern liegt, in großen Teilen des Landes sogar eine Terrormiliz herrscht, zur Rechenschaft gezogen wurde. Die Vorstellung, dass das bestehende Weltbild, die heile Welt, die Sehnsucht nach einer wohlverdienten Rente, die eigenen Enkel bei der Kommunion und beim Schulstart erleben zu können, ist jedoch so groß, dass diese Gedanken wie ein dunkler Schatten in den Hintergrund gezwängt werden und trotz aller Ungewissheit eher die Unterhaltung mit der ersten Gruppe gesucht wird. Es gibt aber auch noch eine dritte Gruppe und diese wird immer größer. Es ist die Gruppe, die sozusagen die rote Pille geschluckt hat. Es sind jene Menschen, bei welchen die Zweifel endgültig überwiegen, die sich nunmehr sicher sind, dass die Mischung aus Explosivzeit im Bild und Österreich nicht nur keine ausreichende Informationsquelle für all die Geschehnisse der Welt mehr darstellen, sondern sogar sicher sind, dass die Informationen aus diesen Quellen vorsätzlich falsch sind und dass es sich bei diesen Quellen nicht um Quellen der Informationen, sondern der Quelle der Propaganda handelt, die uns bewusst in Sicherheit wiegen, die uns einlullen will. Und sie spüren, dass wenn sie nichts tun, dieses sich einlullen lassen eines Tages böse Folgen haben wird. Auch für uns, auch für Österreich, Deutschland und für ganz Europa. Ich gehe davon aus, dass alle, die hier stehen und sitzen, zur dritten Gruppe von Menschen gehören. Viele von uns sind bedrückt über die politische, wirtschaftliche und ökologische Situation auf unserem Planeten. Immer mehr Menschen spüren, dass sich die Dinge in eine falsche Richtung drehen, dass die Entwicklungen, die wir beobachten, kein gutes Ende haben werden und dass die Wahrscheinlichkeit unseren Kindern und Kindeskindern eine lebenswerte, heile Welt hinterlassen zu können, dahinschmilzt wie eine Kerze, die bereits langsam anfängt zu flackern. Immer weniger Menschen glauben unserer Kriegspropaganda, den immer wiederkehrenden Lügen, die weitere humanitäre Einsätze, weiteres Leid, weitere Vernichtung fremder Länder rechtfertigen sollen. Doch was genau passiert genau? Oder was genau passiert? Wenn Leid zugefügt wird, gibt es Opfer, die leiden. Gibt es aber Opfer, muss es auch Täter geben. Vielleicht sind die Opfer nicht immer gut. Die Täter, die anderen Menschen Leid zufügen, sind dagegen in jedem Fall böse. Oder sie führen Aktionen für eine böse Seite durch, für eine böse, dunkle Macht. Wer ist nun unser Freund und wer ist unser Feind? Wer will uns einlullen und zu welchem Zweck? Was passiert, wenn wir das mit uns machen lassen? 691. Laut dem Forbes-Magazin verfügen die 691 reichsten Personen der Welt über ein sichtbares Vermögen von 202 Billionen Dollar. Diese Zahl stammt aus dem Jahre 2005 und ich fürchte, sie ist seitdem nicht gesunken. Allein der reichste aller Clans, die Rothschilds, verfügt über ein geschätztes unsichtbares Vermögen in Höhe von rund 100 Billionen Dollar.
Das Bruttoinlandsprodukt der Welt lag 2013 bei rund 76 Billionen Dollar. Ich möchte diesem Sachverhalt folgende Zahl entgegenstellen. Laut Christian Walter, dem Autor des Buches Der zensierte Tag, übrigens ein hervorragendes Buch, das ich jedem empfehle, aus dem Jahre 2004, der sich auf UNO-Zahlen aus dem Jahre 2003 beruft, würde die Absicherung aller Menschen der Erde mit vernünftigen Grundnahrungsmitteln, mit dem Zugang zu sauberem Trinkwasser und damit dem Vermeiden auch nur eines einzigen Hungerleidenden, mit dem Zugang zu elementarer Schulbildung, der Absicherung von Geburten in hygienisch tragbaren Umständen, einer medizinischen Grundversorgung sowie der zur Verfügungstellung einer Behausung Jahr für Jahr 50 Milliarden Dollar kosten. Das bedeutet, unter dem Strich, dass das sichtbare und laut Forbes offizielle Vermögen der 691 reichsten Menschen der Erde ausreichen würde, um zu verhindern, dass in den nächsten 4040 Jahren auch nur ein einziges Kind auf diesem Planeten Hunger leiden muss. Lesen, schreiben und rechnen könnte jedes Kind lernen, die nächsten 4040 Jahre, und es hätte ein Dach über dem Kopf. Ich bin sicher kein Kommunist und ich gönne jedem Menschen den Wohlstand, den er sich durch Einsatz und Geschick erarbeitet hat. Was aber ist das für ein System, das überhaupt dazu führen kann, ist, dass nicht einmal 0,00001% der Weltbevölkerung über ein Vermögen verfügt, das dem dreifachen Bruttoinlandsprodukt des gesamten Planeten entspricht. Kann das ernsthaft, fair und ehrlich verdient sein? Was hat das mit Freiheit zu tun, wenn ein winziger Bruchteil der Bevölkerung über fast das gesamte Weltvermögen verfügt? Es hat mit Freiheit nichts zu tun. Dieses Vermögenswunder basiert auf einem simplen Trick. Einer kleinen, selbsternannten Elite internationaler Bankiers ist es in den letzten 250 Jahren gelungen, sich das Geldschöpfungsmonopol zu sichern. Mit dem Bretton Woods-Abkommen von 1944, einem der schlimmsten Errungenschaften, die nur durch den Zweiten Weltkrieg möglich wurden, ist es nahezu weltweit gelungen, das Gold als Geldreserve durch den privaten Fed-Dollar zu ersetzen. Jetzt sind es einige wenige mächtige Männer, die der Welt Geld in Form von Schulden zur Verfügung stellen, das sie selbst nicht haben und anschließend dafür Zinsen verlangen. Dieses Schuldgeldsystem beherrscht die Welt und ein paar Gestalten beherrschen dieses Schuldgeldsystem. Sie sind es, welche die kleinen Menschen gegeneinander ausspielen, geschickt durch die ihnen dienenden und in Castingveranstaltungen wie der Bilderberger Konferenz ausgewählten Politikdarsteller und ihren Mainstream-Medien Hass gegen Minderheiten schüren, weltweit Kriege provozieren und glauben lassen wollen, der Russe oder der Araber wären unsere Feinde. Um die konzentrierte Macht der wohl mächtigsten dieser Clans zu verdeutlichen, zitiere ich aus einem Artikel des Geldmagazins aus dem Januar 2013. Die großen vier sind überall dabei. Eine spezielle Vernetzung betrifft die größten 8 US-Banken. JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, US Bank Corp, Bank of New York und Morgan Stanley, die überwiegend von nur 10 Aktionären beherrscht werden. Darunter 4 Beteiligungsmoloche, die nicht nur die gegenseitigen Beteiligungen halten, sondern auch fast 40% der multinational agierenden Konzerne kontrollieren. Es sind die von der Rothschild-Familie kontrollierten Finanzholdings BlackRock, State Street, Vanguard und Fidelity. Über diese hält der Clan außerdem wichtige Aktienpakete an folgenden US-Konzernen: Apple, Alisha Group, American International Group, AT&T, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, DuPont & Co., ExxonMobil, General Electric, General Motors, Hewlett-Packard, Home Depot, Honeywell International, Intel, IBM, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase, McDonald's, Merck & Co., Microsoft, Triple M, Pfizer, Procter & Gamble, United Technologies, Verizon Communications, Walmart, Time Warner, Walt Disney. Wesentliche Bankenbeteiligungen sind bei Barclays, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs. Wesentliche Investmentbeteiligungen sind bei BlackRock, Fidelity und der Carlyle Group, dem größten US-Waffenhändler. Und Harvey Friedman spricht nicht von ungefähr vom Zeitalter der Rothschilds, in dem wir heute und das seit bereits 250 Jahren leben. Übrigens ein weiterer wichtiger Konzern, der kontrolliert wird, ist natürlich Monsanto.
Die Welt leiht sich bei diesen Leuten virtuelles Geld gegen Zinsen. Dadurch entstehen Schulden, die nie zurückgezahlt werden können und auch gar nicht zurückgezahlt werden sollen. Die österreichische Staatsschuld liegt derzeit bei über 280 Milliarden Euro. Die jährliche Zinslast liegt bei 7,7 Milliarden Euro. Die Belastung pro Erwerbstätigen bei 1.900 Euro jährlich. Jeder von uns, der erwerbstätig ist, zahlt 160 Euro Monat für Monat an diese Menschen, die das Geld oder anders unsere Arbeitsleistung vollkommen leistungslos in Anspruch nehmen dürfen. Das ist nichts anderes als eine moderne Form der Sklaverei. Dabei ist das nur ein winziger Teil der Zinsen, die wir tatsächlich entrichten müssen. Die Verschuldung der Kommunen, der Sozialsysteme, der Länder wird auf das Zehnfache geschätzt. Insgesamt zahlen wir so an die 40% Zinslasten bezogen auf alle unsere Ausgaben. Nun haben wir auch noch das Glück, dass wir zu den 12% der Edelsklaven aus Nordamerika und Europa gehören. Vielen Milliarden Arbeitssklaven weltweit geht es schlimmer als zu irgendeinem dunklen Zeitpunkt der Geschichte der Menschheit. Sie verfügen über keinerlei Rechte oder soziale Absicherung. Wenn US-Drohnen weltweit tausende Menschen jahrelang ohne irgendeine rechtliche Grundlage ermorden, spielt das so lange keine Rolle, bis nicht durch Zufall ein US-Amerikaner und ein Italiener dabei ums Leben kommen. Das ist der Unterschied zwischen Edelsklaven und Sklaven im Jemen, Pakistan, Somalia oder Afghanistan. Der Weg zu dieser Weltherrschaft war lang und nicht immer waren die Menschen so unwissend diesen Plänen gegenüber wie heute. Es gab viele Warnungen, die alle in Vergessenheit geraten sind. Ich möchte hier ein paar vorlesen. Das erste Zitat heißt: Das Geld ist für den Tausch entstanden. Der Zins aber weist ihm die Bestimmung an, sich durch sich selbst zu vermehren. Daher widerstreitet auch diese Erwerbsweise unter allem am weitesten dem Naturrecht. Dieses Zitat stammt von Aristoteles aus dem Jahre 322 vor Christus. Thomas Jefferson sagte bereits: Ich glaube aufrichtig wie Sie, dass Bankenanstalten gefährlicher sind als stehende Armeen und dass das Prinzip unter dem Namen Finanzierung, Geld auf Kosten der Nachwelt auszugeben, großmaßstäblicher Besug an der Zukunft ist. Er sagte auch: Wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken die Kontrolle über das Ausstellen des Geldes gibt, werden die Banken und Unternehmen, die um sie herumwachsen, erst durch Inflation, dann durch Deflation, die Leute all ihres Besitzes berauben, bis ihre Kinder obdachlos erwachen auf dem Kontinent, den ihre Väter eroberten. Ein Zitat von Gütle Schnaper, das war die Ehefrau von Meyer Amsel Rothschild aus dem 18. Jahrhundert, sagt: Wenn meine Söhne es nicht wollen, gibt es keinen Krieg. Der Meister selbst, Meyer Amsel Rothschild, der Begründer der Rothschild-Bankendynastie, sagte: Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer dessen Gesetze macht. Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Nathan Meyer Rothschild, ein Sohn von Meyer Amsel Rothschild, sagte: Mir ist es egal, sagte er im Jahre 1812, in dem es in England noch offiziell einen richtigen König gab, mir ist es egal, welche Marionette auf dem Thron von England sitzt und ein Imperium regiert, wo die Sonne nie untergeht. Der Mann, der die Geldmenge Britanniens kontrolliert, kontrolliert das britische Imperium und ich bin der Mann, der die Geldmenge Britanniens kontrolliert. Am 21.11.1864 sagte Abraham Lincoln: Ich sehe in naher Zukunft eine Krise heraufziehen. In Friedenszeiten schlägt die Geldmacht Beute aus der Nation und in Zeiten der Feindseligkeiten konspiriert sie gegen sie. Sie ist despotischer als eine Monarchie, unverschämter als eine Autokratie, selbstsüchtiger als eine Bürokratie. Sie verleumdet all jene als Volksfeinde, die ihre Methode in Frage stellen und Licht auf ihre Verbrechen werfen. Eine Zeit der Korruption an höchsten Stellen wird folgen und die Geldmacht des Landes wird danach streben, ihre Herrschaft zu verlängern, bis der Reichtum in den Händen von wenigen angehäuft und die Republik vernichtet ist. 5 Monate später wurde er erschossen. Ein Zitat der Gebrüder Rothschild aus dem Jahre 1863 sagt: Die wenigen, die das System verstehen, werden dermaßen an seinen Profiten interessiert oder so abhängig von seinen Vorzügen sein, dass aus ihren Reihen niemals eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, geistig unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne je Verdacht zu schöpfen, dass das System ihnen feindlich gesinnt ist.
Louis Thomas McFadden, US-Kongressabgeordneter, sagte bereits in den 30er Jahren, einige Menschen denken, dass die Federal Reserve Banken Institutionen der US-Regierungen sind oder US-Regierung sind. Es sind aber private Monopole, die das Volk dieser Vereinigten Staaten ausbeuten. In ihrem eigenen Interesse und dem ihrer ausländischen Kunden, im Interesse von Spekulanten im In- und Ausland, im Interesse von reichen räuberischen Geldverleihern. Helmut Kreuz, deutscher Wirtschaftspraktiker und Analytiker: Man könnte rein theoretisch mit einer 20-Stunden-Woche seinen Lebensstandard, den man heute hat, decken, wenn man nicht eben auch noch ein Drittel der Zeit für Zinsen arbeiten müsste. Paul Warburg, deutsch-amerikanischer Bankier und erster Präsident der Fed: Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder durch die Zustimmung der Menschen erreicht werden wird. Franklin D. Roosevelt: Die einzige Wahrheit ist, dass seit den Tagen von Andrew Jackson gewisse Teile der großen Finanzzentren die Regierung beherrschen. Ein paar kommen noch. Jetzt endlich habe ich erkannt, dass nicht das Wirtschaftswachstum den Zinseswahnsinn erzeugt, sondern dass der Zins die einzige wahre und wirkliche Ursache dafür ist, dass die Welt dem Wahnsinn des ewigen Wachstums verfallen ist. Konrad Lorenz, Begründer der Tierpsychologie: Durch Kunstgriffe der Bank- und Währungspolitik kann man nur vorübergehende Scheinbesserung erzielen, die dann zu umso schwererer Katastrophe führen muss. Denn der Schaden, der durch Anwendung solcher Mittel dem Volkswohlstand zugefügt wird, ist umso größer, je länger es gelungen ist, die Scheinblüte durch Schaffung zusätzlicher Kredite vorzutäuschen. Ludwig Heinrich Edler von Mises, österreichisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler: Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. Winston Churchill, britischer Premierminister: Was wir brauchen, ist der Schutz vor ruinösen Produkten, denn in Wirklichkeit sind die Banken eine riesige Mafia, die die ganze Welt vergiftet haben mit diesen Produkten. Dr. Jörg Haider: Denn wenn Sie alle vollständig verstehen, wie es Sie vorgeht, was Sie tut, wie Sie die Geldpolitik und die Zinsen manipuliert, werden Sie endlich kapieren, dass es die Fed ist, die das ganze Unheil angerichtet hat. Ron Paul, amerikanischer US-Kongressabgeordneter im Jahre 2009. Unser Geld bedingt den Kapitalismus, den Zins, die Massenarmut, die Revolte und schließlich den Bürgerkrieg, der zur Barbarei führt. Wer es vorzieht, seinen eigenen Kopf etwas anzustrengen, anstelle fremde Köpfe einzuschlagen, der studiere das Geldwesen. Silvio Gesell, deutsch-argentinischer Kaufmann und Begründer der Freiwirtschaftslehre: 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus ihrer Umgebung. Die seltsamen Ursachen dieser seltsamen Erscheinung, die in das Dunkel der künftigen sozialen Entwicklung einen Schimmer wirft, stehen hier nicht zur Erwägung. Walter Rathenau, Reichsaußenminister, in der Weihnachtsausgabe 1909, der Neue Freie Presse aus Wien, 1922 wurde er erschossen. Hinter der sichtbaren Regierung sitzt auf dem Throne eine unsichtbare Regierung, die dem Volke keine Treue schuldet und keine Verantwortlichkeit anerkennt. Diese unsichtbare Regierung zu vernichten, den gottlosen Bund zwischen korruptem Geschäft und korrupter Politik zu lösen, ist heute erste Aufgabe des Staatsmannes. Theodore Roosevelt im August 1912 in einer Rede, in der Kongressbibliothek abrufbar ist. Es gibt zwei Wege, eine Nation zu erobern und zu versklaven. Einerseits durch das Schwert, andererseits durch Schulden. John Adams, zweiter Präsident der USA. Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen, ein geräuschloser, aber deshalb nicht weniger unheilvoller Krieg. Es ist ein Krieg gegen den lateinamerikanischen Kontinent und gegen die gesamte Dritte Welt. Ein Krieg um die Auslandsschulden. Seine schärfste Waffe ist der Zinssatz und sie ist tödlicher als die Atombombe. Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident Brasiliens: Die weltweit überproportional wachsenden Zinsströme, die sich daraus ergebende Zwang zum Wirtschaftswachstum und die damit einhergehende ökologische Katastrophe zwingen uns bereits aus purem Eigeninteresse zum Umdenken. Hugo Gottschalk, Ökonom in Gerechtes Geld.
Ich möchte an dieser Stelle mit den Zitaten aufhören. Es gibt unzählige davon, die verifiziert und belegbar sind. Und wieso berichten unsere Medien nicht massiv über diese Zusammenhänge, obwohl sie offensichtlich sind? Die Medien sind das elementare Mittel, uns ruhig zu stellen, zu verwirren, die Zusammenhänge nicht zu erkennen, Unschuldige zum Feind werden zu lassen, neue Kriege und Konflikte zu rechtfertigen, die notwendig sind, um in einem begrenzten Raum ein unendliches Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, das notwendig ist, um dieses System aufrechtzuerhalten. Diejenigen, die sich nicht ausbeuten lassen wollen oder deren Rohstoffe zu wichtig für die Elite sind, um die Menschheit zu kontrollieren, frei nach Henry Kissinger, das Erdöl ist zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen, werden plattgemacht. Staaten, die über eine ernsthafte Bewaffnung verfügen, wie zum Beispiel Russland, sollen über Wirtschaftskriege und politische Isolierung schachmatt gesetzt werden. Die diesen Aktionen zugrunde liegenden Maßnahmen werden uns durch unsere Massenmedien vollkommen verzerrt und verdreht dargestellt. Ja, es hat in der Ukraine einen Putsch gegeben und es hat auch eine Annexion gegeben. Die US-Außenbeauftragte für Europa, Mrs. Newland, die sich durch ihre europafreundliche Aussage Fuck die EU einen Namen gemacht hat, gab es im November 2013 zu. Nur 5 Milliarden Dollar. Kostete der Putsch in Kiew. 5 Millionen Dollar pro Maidan-Tag in einem Land mit einem Durchschnittseinkommen von damals, heute ungefähr bei einem Drittel von 140 Dollar pro Monat, kann man damit eine Menge Menschen über Monate hinweg mobilisieren. Ein Schnäppchen im Vergleich zu den 5 Billionen Dollar, die der Irakkrieg gekostet hat. Die Annexion der Ukraine durch die US-Administration, den wichtigsten Erfüllungsgehilfen der 691 Leute, war fast vollständig erfolgreich. Einziger Schandfleck ist es, dass es nicht gelang, sich auch die Krim und den russischen strategisch enorm wichtigen Flottenstützpunkt in Sewastopol unter den Nagel zu reißen. Außerdem wehrt sich ein kleiner Teil in der Ostukraine gegen diese Annexion. Top-Positionen in der Wirtschaft und auch in der Politik, insbesondere das Finanz- und das Wirtschaftsministerium, wurden bereits durch US-Amerikaner besetzt. Wozu auch das Marionettenkabinett rund um Jasenjuk und Poroschenko schnell die Gesetze geändert haben. Bleibt wachsam, klärt auf, das herrschende System ist nicht endlos. Wenn es kollabiert, und das wird es, gilt es, nicht wieder dieselben Kräfte ans Ruder kommen zu lassen, wie die es jetzt führen. 99,9999% der Weltbevölkerung sind potenzielle Freunde. Das ist eine starke Basis. Die Zahl derer, die das System durchschauen, wächst von Tag zu Tag. Vor 15 Jahren las ich, dass die Auflage der Bild-Zeitung bei 6 Millionen lag. Allein in den letzten 5 Jahren fiel sie von 3 auf 2 Millionen. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn wir Menschen aufhören, das, was geschieht, mit uns machen zu lassen, und mit Menschen meine ich uns Europäer, Amerikaner, Russen, Chinesen, Inder, Afrikaner und alle anderen, wenn wir nicht zulassen, dass wir manipuliert und gegeneinander ausgespielt werden, dann wird das auch nicht passieren. Ich möchte enden mit einem Zitat von Friedrich Schiller: Die Herrschenden werden aufhören zu herrschen, wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen. Und noch ein Sprichwort. Es gibt noch ein Sprichwort aus der Zeit der Nomenklatur, aus der sozialistischen GSSR: Die Masse ist so lange ruhig, solange sie genug Brot und Bier hat. In dem Moment, in dem das Brot und das Bier knapp wird, werden die Leute unruhig. Und dann gilt es, wirklich in aller Ruhe zu handeln und ein besseres, faireres und gerechteres System einzuführen. Und ihr kennt es sowieso, zu teilen und den Leuten auch bekannt zu geben. Also ich kenne bis jetzt kein besseres System, was ich mir vorstellen kann, obwohl es vielleicht noch nicht vollständig ausgearbeitet ist, auf 20 Seiten auch nicht unbedingt einfach zu schaffen, aber ist meines Erachtens der Plan B, der Wissensmanufaktur. Ich halte ihn für sinnvoll, er klingt plausibel, er kann auf jeden Fall nicht schlechter sein, als das wir heute haben. Danke.